Beatrice von Storrs. Vielen Dank, dass Sie uns heute Rede und Antwort stehen. Wie gestern Abend im Prinzip auch schon. Meine Frage bezieht sich auf das erklärte Ziel der BRD, die Kosten für die Steuerzahler so gering wie möglich zu halten. Die Anteilseigner und Gläubiger, nicht die Steuerzahler, sollen die Zeche beim Bail-in bezahlen. Jetzt gibt es in der Richtlinie in Artikel 44 aber eine ganze Reihe von Ausnahmen vom Anwendungsbereich des Bail-in. Unter anderem sind besicherte Verbindlichkeiten, Treuhandverbindlichkeiten und Verbindlichkeiten gegenüber Institutionen mit einer Ursprungslaufzeit von 7 Tagen ausgenommen. Damit ist eine ganze Reihe von Forderungen privilegiert. Diese Gläubiger bleiben bei einer Insolvenz unbehelligt. Meine erste Frage hierzu: Ist es nicht so, dass die Privilegierung dieser und anderer Forderungen im Rahmen des Artikel 44 BRD dazu führt, dass der Staat quasi eine explizite Garantie für diese Forderungen ausgibt und dies auch in Zukunft zwingend dazu führt, dass Steuerzahler für die Abwicklung von Banken mehr werden bezahlen müssen? Außerdem wirkt die Privilegierung von Forderungen mit einer Ursprungslaufzeit von weniger als 7 Tagen wie eine staatliche Versicherung, insbesondere von Interbankenforderungen. Neben die Versicherung von Sparern tritt also nun auch eine weitere Gläubigerversicherung, eine Bankenversicherung, die aber für die beteiligten Banken kostenlos ist. Das dürfte wahrscheinlich auch den Marktteilnehmern nicht verborgen bleiben. Können Sie, das ist meine zweite Frage, eine Tendenz feststellen, dass der durch diese kostenlose Versicherung gesetzte Anreiz zu einem Anwachsen von derartigen Forderungen führt? Oder können Sie das für die Zukunft ausschließen, dass das dazu führen wird? Vielen Dank. Sie sprechen ein ganz wichtiges Thema an, nämlich die Frage Bail-in und die Regelung in Artikel 44. Aus meiner Sicht ist eines erst einmal der wichtigste Punkt in Artikel 44, dass wir überhaupt klarstellen, dass es ein Bail-in gibt und dass es ihn geben muss, bevor irgendwelche weiteren Maßnahmen erfolgen können. Und der SRB zusammen mit den Mitgliedstaaten arbeitet daran, den Bail-in wirklich operational umsetzbar zu machen. Eines der wesentlichen Themen dabei ist die Tatsache, dass sie in einer Kategorie von Gläubigern Bevorrechtigte, jetzt nämlich nicht die kleiner 7 Tage, sondern zum Beispiel Sparer haben und andere, und sie müssen im Zweifel ja nachweisen können, dass sie hier keinen Gläubiger diskriminieren. Das ist ein sehr technisches Thema. Es gibt einige interessante Ansätze dazu. Der vielleicht wichtigste ist die Tatsache, dass man in einer Resolution auch überlegen muss, in welchem Umfang, auch dafür sieht die BRD etwas vor, man über nachrangige Gläubigerpositionen verfügen muss, um hier zu guten Lösungen zu kommen. Ich glaube, dass wir ein ganzes Stück Weg gegangen sind, aber natürlich bleiben Fragen offen. Ihre Frage nach der Privilegierung von Forderungen kleiner 7 Tage, das sind in der Regel ja Forderungen im operativen Geschäft. Entschuldigung, dass ich jetzt Deutsch rede, aber das ist ein so technisches Thema. Da sehe ich kein sehr großes Problem drin. Und die letzte Frage, Interbankenmarkt. Wir sehen keine Veränderung, sind aber nun auch nicht in der Lage, dass wir alle dafür erforderlichen Daten haben. Das wäre eine Frage, die sicherlich die Zentralbanken derzeit besser beantworten können als wir.